So, willkommen zurück zu den Let's Play, den Special Let's Play, The Secret World. In der letzten Folge haben wir ja unseren Charakter, habe ich schon ein bisschen was erzählt von dem Spiel und habe auch den Charakter erstellt. Und dann wollen wir doch auch mal gleich mal das Intro anschauen und mit dem Spiel auch mal anfangen. Sehr gut, Namen gab es auch noch nicht. Das war auch schon etwas problematisch, da einen Namen zu finden, weil alle schon vergeben waren irgendwie. Aber mein Standardname oder einer meiner Standardnamen gab es noch nicht. So, und hier sind wir auch schon im Intro. Das Intro ist auch fast genauso dasselbe für alle Klassen, die es gibt. Bis zu einem kleinen Bereich später. Wenn man quasi von den einzelnen Fraktionen rekrutiert wird. Dazu kann ich auch sagen, ich hasse sowas, wenn sowas passiert. Sieht auch relativ fertig aus, finde ich. Was, denke ich, auch jeden so gehen würde. Und für die kurze Zeitspanne, wo sie das jetzt kann, hat sie doch schon relativ viel Kontrolle über diese Sache gewonnen, wie es aussieht. Guten Tag, sind Sie... So wie es hier aussieht, ist die Frage irrelevant. Bienenproblem? Sowas kommt hier recht häufig vor. Ich repräsentiere eine Organisation in London. Eine sehr große Organisation mit weltweiten Filialen und Verbindungen zu jeder Regierung. Das heißt, wir betrachten uns eher als stillen Partner. Wir ziehen Fäden, dicke Fäden. Premierminister, Präsidenten, Könige. Es kommen dunkle Zeiten. Die Welt ist in Aufruhr und wir rekrutieren. Soldaten, Agenten, Abenteurer, Kreuzritter. Und wir haben viel zu bieten. Einen neuen Anfang, ein Netzwerk wie kein anderes. Unbegrenzte Ressourcen, eine fantastische Krankenversicherung und eine Methode, ihre unglaublichen Kräfte zu nutzen. Es mag eine große Veränderung sein, aber sehen Sie es mal so. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Sie wurden auserwählt. Ihnen wurden Kräfte gegeben, die Fantasie der meisten sprengen. Sie können also ein Außenseiter in einer Welt sein, die nie verstehen oder akzeptieren wird, was Sie sind. Oder sich anderen wie Ihnen anschließen. Stellen Sie sich der nahenden Finsternis entgegen und machen Sie eine Reise ins Unbekannte, zu verborgenen Orten, in die geheime Welt. Die Entscheidung, wie wir so gerne sagen, liegt bei Ihnen. Aber ich warne Sie, Ihre wachsenden Kräfte werden viel Aufmerksamkeit erregen. Und nicht jeder ist so, entgegenkommend wie wir. Alleine werden Sie leichte Beute sein.
Sie halten keine Woche durch. Das bringt sie dorthin, wo sie hin müssen. Es sind Anweisungen drin. Benutzen Sie es oder nicht, ganz wie Sie wollen. Wir sehen uns nicht wieder. Sie werden die richtige Entscheidung treffen. Übrigens, unsere Organisation heißt die Templer. Schon von uns gehört? Es gibt uns schon eine Weile. Guten Tag. So, das war das Rekrutierungsgespräch von den Templern. Und da ändert sich das halt, wie gesagt, wenn man die andere Fraktion hat. Die Templer sind ja, doch noch am freundlichsten, kann man sagen. Drachen, da wird man einfach entführt. Und bei Illuminaten, die sagen einen doch schon, dass man nicht sehr lange leben wird. Relativ deutlich. Dass sie sich um einen kümmern werden, wenn man sich ihnen nicht anschließt. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis dürfen Sie nicht durch. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber es ist... Ist schon gut. D.I. Shelley. Alles okay. Tun Sie uns einen Gefallen und wedeln Sie nicht mit diesem Brief rum. Die Jungs an den Sperren sind nicht informiert. Sie glauben, es handle sich um erhöhte Alarmbereitschaft nach dem Terroranschlag in Tokio. Aber mir ist Bürokratie egal. Mir geht's um Wahrheit. Das geheime London. Die Templer. Ich würde sagen, Sie wissen hoffentlich, worauf Sie sich einlassen. Aber Sie haben keine Ahnung. Selbst ich mische mich so wenig ein wie möglich. Zum Schutz der normalen Leute. Schauen Sie Nachrichten. Die Sache in Tokio? Genau sowas passiert, wenn die neuen Leute die Kontrolle verlieren. Nicht hier. Nicht mit mir. So läuft's. So lautet der Deal. In Aldwick können Sie sich sicher fühlen. Besuchen Sie einfach einen der Propheten bei der U-Bahn-Station. Dort erfahren Sie mehr über das, was Ihnen bevorsteht. Zur Vorbereitung. Mein herzlichstes Beileid. Ja, doch, relativ mysteriös, was hier vorgeht. So, und jetzt sind wir im, wie heißt es auch so schön, im Tutorial. Eine weitere Eigenheit, auf die ich jetzt gleich eingehen will, ist, das hier ist die ganzen Quests, die man annehmen kann. Hier oben hat man mal die Story-Mission. Dann hier kann man eine Dungeon-Mission annehmen. Und wie man auch schon hier schön lesen kann, allerdings jetzt in Englisch, you can only have one Dungeon-Mission at a time. Also man kann nur eine Dungeon-Mission zur selben Zeit annehmen, immer nur eine. Dann gibt es hier diese Main-Missionen, von denen kann man auch nur eine einzige annehmen. Da gibt es Action-Missionen, wo man ja, Gegner erledigen muss. Sabotage, das ist eher Gegner heimlich ausschalten, ohne dass man es gesehen wird. Oder irgendwie sich in Computersysteme einhaken oder ungesehen irgendwo hinkommen. Oder Investigation-Missionen, das sind so Rätsel-Missionen, die ein bisschen den Krips an... Regen und wo man doch ein bisschen sogar mal, ich glaube, ich habe es gelesen, dass man sogar im Internet manchmal nachschauen muss oder wie auch immer. Story-Missionen und die Main-Missionen sind, soweit ich weiß, alle komplett vertont. Dungeon weiß ich jetzt nicht. Und dann haben wir hier unten noch drei Side-Missions, so Nebenmissionen. Da kann man drei Stück annehmen, die sind allerdings nicht vertont. Dann, das ist Tutorial. Hier und die Gesundheit, die man hat. Und wenn man irgendwas hat, wie beeinträchtigt, in diesem Zustand sind sie verwasselt in einer oder in einer Falle. Oder hier behindert, in diesem Zustand werden sie betäubt, zu Boden geschleudert oder zum Schweigen gebracht. Also geschwächt, in diesem Zustand erleiden sie mehr Schaden, verursachen weniger Schaden oder erhalten weniger Heilung oder das hier. Befallen, in diesem Zustand erleiden sie Schaden über Zeit.
wenn man irgendwas mit dem Dot oder so belegt wird oder so, leuchten die Dinger hier unten auf. Das heißt, es ist relativ übersichtlich, ob man jetzt gerade irgendwas hat oder nicht. Dann haben wir hier natürlich das Chat-System. Oben eine kleine Minikarte mit Zoomen und so weiter. Zeit. Im Menü sind jetzt auch noch verschiedene Sachen da, auf die ich aber dann... Kräfterad, Charakterbogen. Ja genau, Charakterbogen zeige ich gleich. Das ist relativ schön gemacht. Hier sieht man dann, dass es direkt am Charakter drin hängt und kein extra Fenster aufgeht dafür. Das, was man auch sehr gut hier sieht, ist, wenn ich rauszoome, wird das Feld auch kleiner und wenn ich ranzoome, wird es auch größer, wie wenn es am Charakter dranhängt. Hier haben wir die verschiedenen Gegenstände, die man haben kann. Man kann nur zwei verschiedene Waffen gleichzeitig benutzen. Man kann kleine oder auch große Talismane benutzen. Das sind die, wo die Charakterwerten und alles Mögliche erhöht. Also das ist eigentlich, was in anderen MMOs die Ausrüstung Ausrüstung bewirkt. Also die Kleider und so Zeug, was man ansieht. Und das Kopftalisman ist genau selber. Dann haben wir hier Oma Titel aussuchen kann. Ich lasse aber jetzt den Titel weg. Symbol von Templern. Garderobe ist, hier kann ich dann, wenn ich mehr Kleider hätte, aussuchen, was ich anziehen sollte oder könnte. Aber wie gesagt, soweit ich das gesehen habe, haben die keine Werte. Das heißt, das ist relativ egal. Das kann man so machen, wie man es will. Das ist Ausrüstungsverwaltung. Da kann ich sagen, wenn ich jetzt halt mehrere Skills und so Zeug habe, weil das muss ich auch noch dazu sagen, man kann immer nur 8 Skills, 8 aktive und 8 passive Skills dabei haben und mehr nicht. Und da kann man diese Skills, diese Builds speichern quasi und die Ausrüstung, die man hat. Und wenn man merkt, es geht so nicht mit dem Boss, mit dem Dings komme ich nicht klar, kann ich hier dann jederzeit verschiedene Ausrüstungen anlegen und auch hin und her wechseln, so wie ich sie brauche. Und Fraktionsrang, da gibt es natürlich auch Ränge, wie viel EP und so weiter es gibt. Und das wird hier angezeigt und dann haben wir auch noch die Charakterwerte. Offensivwerte, wo hier alles steht. Ich finde es ein bisschen undurchsichtig und ein bisschen unübersichtlich. Aber ja, ich habe mich jetzt auch noch nicht so groß mit befasst. Was auch noch schön angezeigt wird, ist hier dieses Symbol hier. Das zeigt an, wo man hingehen muss und wie weit es auch entfernt ist. So, das war im Großen und Ganzen das Intro und auch die bisschen über die Anzeige vom Spiel. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und fangen dann wirklich mit dem Tutorial auch an. Bis dahin sieht man sich. Ciao!